Ja, ich lade euch jetzt eh wieder ein. Warte mal. Den zweiten Teil. Was haben wir denn als nächstes? Signal! Gott, stirbt. Hing wir nicht immer irgendwo in einem Sofa fest? Oh, war da irgendwas? Markus, deine Lieblingsmission kommt jetzt. Ja, das Navy. Ist Arvis Schwarzman. Ja, Navy. Der Typ. Ja, da müssen wir jetzt hin. Also die werden wir uns wieder... Gleitmissionen. Ja, das haben wir nach dem mit dem Kapitän da mal echt. Naja. Gut, gucken wir einfach mal. Dann lade ich euch ein kurz, eben Crewmitglieder. Und eigentlich müsst ihr alle aus sein, die Einladung. Ich hoffe, ihr habt alle drei eine bekommen. Sonst mache ich nochmal separat. Jetzt habe ich eine bekommen. Ja, es sind alle drei draußen, ja. Sehr gut. Also die mache ich tatsächlich wirklich auf normal, weil auf schwer wird die wahrscheinlich nochmal eine ordentliche Hausnummer. Die wird auch so schon nicht einfach werden. Also bei wem stürzt du? Allgemein schon auf dieser Scheißinsel Deckung zu finden, ist schon zum Kotzen. Ja, das ist es halt, ne? Und dann musst du dann noch die Kopf loswerden in einer gewissen Zeit und hast kein Auto und alles. Es ist nicht ganz einfach. Ach, Kopf loswerden müsst ihr. Ja, das wird nicht einfach werden, definitiv. Also, wenn ihr alle bereit seid, können wir dann loslegen. Ich bin ganz bereit. Wir haben ja keinen Schuss abgegeben oder so, ne? Ich sag dazu nichts jetzt. Also, ich hab alles ja, den Schuss brauchst du auch nicht abgeben. Ach Gott, ey. Es geht schon wieder los hier. Bei manchen Sachen, die hier so gesagt werden, hätte ich gerne dieses Leonardo DiCaprio-Meme, wo er so grinst mit dem Glas in der Hand. So. Ah. Ist das nicht aus Django Unchained? Das genau, Bild? Der kam sogar Freitag? Freitag kam der, ja. Freitagabend, genau. Hm. Meine Freundin so, das ist nicht mein Film. Ich habe auch nur die erste Stunde geguckt, weil ich dann so todmüde war, ich gehe ins Bett. Weil das gerade die Stelle war, wo sie die Hunde auf den einhetzen. Die so, Ja, ja, genau. Das Bild. Wobei mich tatsächlich auch das Ganze so ein bisschen an Red Dead Redemption erinnert hat. Auch in der ganzen Location. Weil das genau der Zeitpunkt auch war. Es gibt viele Leute, die Django Unchained kritisiert haben. Das Problem ist nur, dass Django Unchained wahrscheinlich näher an der realen Geschichtslage damals ist, als viele andere Filme, die dieses Thema behandeln. Ja, wenn ich ehrlich bin, das war halt... Klar, leider damals die Zeit. Klar, man muss es nicht gut heißen und ich heiße es auch definitiv nicht gut, die Zeit. Darum geht's auch nicht, aber die Leute können halt manchmal einfach mit der Realität nicht umgehen. Gerade da, wo es am realistischsten ist, da sind alle immer gleich am schockiertesten. Normal. Aber wenn James Bond oder Ethan Hunt in Mission Impossible 30 Leute erschießt, da ist es ganz normal. Sag mir, wir fahren jetzt gerade mit drei Autos zum selben Punkt. Baby ist bei mir eingestiegen. Ja. Die hätte ja auch einsteigen können. Die ist auch bei dir. Die steigt auch gerne bei dir auf. Das ist eine andere Geschichte. Das machen wir nach dem Stream. Oh Gott. Ups, bitte, da war nur was? Hä? Bitte, was? So läuft das die ganze Zeit. Das ist genau, das ist genau das, was ich meine. Junge, wer hat das Motorrad hier im Weg gelegt? Tja. Fährst du hinter mir? Ich bin erstmal gegen den Tunnel geflogen. Dann bist du hinter mir. Ich habe den vor dem Tunnel habe ich den Motorradfahrer weggerammt. Sorry. Da war ja, was toll. Ein zweirädriges. Ja. Das. Das ist die GTA-Krankheit. Ich bin erst mal 20 Meter hochgeflogen, förmlich. Ups. Da hat es gerade irgendwo geknallt. Weil ich bin eine andere Route gefahren und sind genau wieder an der gleichen Stelle zusammengekommen. Ich habe das falsche Auto ausgewählt. Ja, du hast das komische Geländeding, ja. Ich habe auch nur die Kuruma. Weil ich mit dem Auto eigentlich am zufriedensten bin. Ich habe noch einen Zedoro, den hätte ich nehmen können, der wäre schneller. Ach, ich habe auch noch einen Supersportwagen, aber die sind für die Mission tatsächlich nicht wirklich gebrauchbar. Brauchbar. Oder? Ja, doch, nee. Klar, doch. Du kannst ja mit dem Polizeiboot dann abhauen von der Insel. Wo ist denn hin? Ach, da runter. Na, Yvonne, bist du ein bisschen nass geworden oder feucht? Ist das nicht hier Malibu? Geht schon wieder los. Wurde nicht Charlie Harper bei den in den Häusern hier? Ja. Ist Malibu, ne? Hier die Ecke.
Das soll es zumindest darstellen, aber es ist ja Chuma-Scheiße, glaube ich. Ja, so. Aber das ist eigentlich ist es Malibu. Der wohnt doch hier in diesen Häusern. Ja. So, dann warten wir kurz auf den Rücken. Bei manchen von den Höhen hier ist es schon interessant, wenn man überlegt, dass Rose immer von dem Balkon runterspringt. Er kommt drauf an, aus welchem Haus sie springt, ne? Ich weiß nicht, wie hoch das ist letztendlich. Ja, aber eigentlich auf dem. Es gab ja das eine Bild, wo die mit der Folge mit Miley Cyrus, wo die sich da drunter versteckt. Das sieht schon ein bisschen hoch aus. Wie meine Drohne, Alter. Das hört sich an, wie ich morgens, wenn ich furze, beim Aufstehen. Oh Gott! Das hört sich genauso an, das dröhnt auch so. Und es riecht auch so. Das ist, ja gut, es gibt noch kein Geruchsfernsehen. Oh, das wäre es wieder. Bei manchen Dingen, wenn du schön Dschungelcamp guckst, über Geruchsfernsehen. 5D-Kino. 4D habe ich schon. Wenn immer Trevor zurückgeht bei der Story-Mission, dann, ja. Also im normalen. Also 4D habe ich schon geguckt, 4D-Kino. Ich hab ein 7D hinter mir gehabt. Das war grauenvoll. Ja. Und dann die Horror-Vision. Wo bleibt Marco, ihr denn? Marco steht eher auf Doppel-D. Ja, einfach nichts sagt. Ja, wie gesagt, die Mission, die wird tatsächlich so ein bisschen. Wie dein Status, den ich geteilt habe. Du hast ja einen 3D-Drucker und hält einen Laptop mit 3D drauf. Ne? Ja, da habe ich auch drunter kommentiert, ne? Also ich auch unter das Originalbild habe ich gesagt, der kann bestimmt auf 4D. Der kann bestimmt auf 4K. Hier ist irgendwie so eine Jetski-Gang gegen die Karte. Ja, ich kenne diese Bilder tatsächlich. Wo wollt ihr hin? Wo willst du hin? Da zur Insel? Ich hab gehört, du machst das ganze Ding alleine. Wir warten einfach hier. Hat jemand einen Grill mitgenommen? Das Gute ist, hier in Küstennähe ist das Wasser wenigstens schön flach, da sind die Wellen nicht so. Der Typ, der träumt von Flachland. Ah, der mag sie. Eigentlich mag er lieber ein bisschen mehr bergig. Das stimmt, ja. Guck nach rechts, da hast du deine Berge. Es gibt da so einen Song. Eine Insel, ne? Ja, ja. Eine Insel mit zwei. Ist das nicht Augsburger Puppenkiste und sowas hier? Jim, genau. Ja. Naja, kommt ja der ganzen Sache nahe, wenn man mit der Puppe in die Kiste geht, ne? Dann, ja. Da sieht schon der Polizei-Heli, der müsste eigentlich schon als erstes weg. Weil wenn der weg ist, dann haben wir schon mal ein bisschen Ruhe. Lässt sich einrichten. Und die Frage ist, ob man einen Raketenwerfer macht oder ob der dann aus dem. Oder ob du das direkt versuchst. Den Piloten rauszuknallen. Den Piloten knallen? Ja, das ist ein Pilot, keine Pilotin. Adieu. Sehr gut. Kommt da mal noch einer. Naja, da sind zwei. Keine Ahnung, kleiner Augenblick. Ziel wird eliminiert in 3, 2, 1. Hey, mein Boot! Ist egal, wir brauchen ein Boot. Wir haben Boote. Ja, aber ich muss erstmal bis die Insel kommen. Vivian, ich kuscheln hier ein bisschen. Machen diese Insel kämpfe. Batman, Insel, wie die heißt. Ein bisschen Bonnie und Clyde Action hier bei Yvonne und mir. So, der ist mal weg. Der auch. Links von dir, Kev? Ja, da weiß ich.
Die Watt legen mich hinter die Tonne. Da muss irgendwo noch einer sein. Ja, ich. Hier unten, Klappen. So, wer tritt die Tür ein? Ich. Wer tritt die Tür ein? Der so blöd fragt. Richtig. Ja, direkt unten zum Polizeiboot und damit raus. Was denn also das Problem ist, das Polizeiboot passen übrigens 4 Leute rein. Einer muss mit dem Sea Shark hinterher. Ich würde sagen, die Frau. Spaß. Nein, ich fahre das Ding garantiert nicht. Dann geht ihr mal. Na, alles gut. Nein, nein, nein. Nein, ich fahre mit dem Sea Shark. Alles gut. Macht ihr. Oh, da fahr ich eben das Ding, ey. Mann, ey. Sind alle drauf? Ja, ich bin drauf, ja. Da ist ja noch ein Sea Shark. Fahr! Fahrt ihr, wie gesagt, ich bin mit dem Sea Shark schon raus. Ich habe auch den Heli auf mich gezogen, also das ist alles gut. Du weißt, wo du lang musst, Ivan? Komm her jetzt hier. Du kannst da durch den Fluss hier rechts, genau. Zum Alamosee. Aber jetzt bloß aufpassen, hier kannst du ganz schnell das Ding auch auf Land setzen. Ja, ihr müsst quasi die Stromstellen hoch. Ja, aber genau da kann man auch, muss man halt aufpassen beim Fahren. Da kann man auch schnell mal auf die Felsen landen. Richtig. Wir haben immer ein Zeitlimit, ne? Nur so nebenbei. Ja, mir geht's gerade. Mir geht der Heli gerade ein bisschen auf den Piss. Wie die einfach da hochfliegt. Ja, den Heli, den noch eine. Also ich komme gerade hinter euch her, sagen wir es mal so. Du kommst gerade, ja gut. Naja, ich komme hinter euch her. Enrico, das mit dem Besteigen ist anders gemeint. Willst du doch noch mitfahren? Oder was? Herzhaft. Muss ich da links hoch, hä? Ja, links. Oh Gott, ey, das ist ein Dach für der wilde Wasserfahrt hier, ey. Guck mich da überhaupt hoch. Du müsstest doch mit so feuchten Stellen dich auskennen, Yvonne, also. Ich glaube, so feucht sind ihre Stellen dann auch nicht. Wer ist denn da? Wer steht denn da jetzt neben der Stings? Neben der Spur, neben dem Land? Miep. Was fährt man? Was machst du? Ich hab gedacht, der Heli kommt direkt hinter dir, aber nö. Nein, 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 alles gut. Der Heli kommt zwar jetzt, aber der schwebt da oben noch. Der schwebt! Ja, der kommt nicht mit. Alles gut. Ich glaube, wir müssen dann am Ende eh zusammenbleiben. Links hoch, links hoch. Muss man nur noch die Polizei loswerden, Ivan. Ja, wir müssen aber auch noch ein Stück laufen, ne, oder fahren. Fahren. Enrico, fahr mal bitte rechts raus, zu dem Punkt, weg von dem Punkt dort. Das ist ein Polizeiboot. Ja, wir müssen da oben, wo die Felder sind, weißt du, wo diese... Nein, die da ist eine kleine Scheune, da müssen wir hin. Ja, aber wie gesagt, dass man dann noch ein Auto zu organisieren mit 4 Leuten. Ja, wir sehen euch schon quasi. Also wir sind direkt dran. Ich glaube, da kommt ein Heli. Naja, schon die ganze Zeit.
Der ist hinter uns, das ist uninteressant. Der ist das ganze Stück hinter uns noch. Ich kann ja nicht mehr aussteigen, kann das sein? Nee, ich glaube, ein bisschen Wasser. Hä? Super, die Sterne blinken. Heli! Ja, ja, weg. Ja. Scheiße. Wir haben noch 4 Minuten 20. Wir haben eigentlich noch Zeit genug. Ich mach mal schneller. Wir sind Ober, ey. Ist ja schneller als. Muss man noch rechts rum genau und mal eine Runde drehen. Bis die Sterne weg sind. Jetzt musst du auch bestiegen. Ah, geil. Oh, oh, Heli von rechts. Ja. Jetzt zurück, rumdrehen, rumdrehen, rumdrehen. Ah! Am Strand. Feuer direkt rauf, auf dem Strand. Weiter links, Yvonne. Ah, scheiße, ich bin zu weit gefrutscht. Ich wollte eigentlich auf die Straße rutschen, um die Straßensperre zu machen. Komm her. Ich hab ein Auto. Ja, wir kommen jetzt hier an den Strand erstmal. Komm, 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 das ist noch 1 Kilometer, 1 Kilometer. Ne? Wo seid ihr? Ach, seid ihr da hinten erst, oh Gott. Komm im Auto her. Ja, ich hab mich festgefahren, warte mal. Ich bin ein bisschen was, ich bin ein bisschen was früher vom links gelangt, komm. Aber ich komm zu euch rüber. Ich hab natürlich die schnellste Möhre gefunden. Wo hängt ihr denn hin? Ach, seid da hinten gelandet. Ja, ich bin ein ganzes Stück weiter vor. Jetzt muss ich. Jetzt bitte keine Cops, weil da stehen sie nämlich. Gut, okay. Okay, ich glaube, in Rico nimmt uns mit. Geile Karre! Ich hab was gefunden, hab ich doch gesagt. Das ist der 10 und 4 Sitzer. So. Ich sag doch, ich hab das schnellste Auto gefunden. Ja, alles gut, wir haben Zeit. Sind wir gleich da? Ich muss mal pipi. Sind wir gleich da? Halt das ist McDonald's! Halt die Fresse, halt ihn aus dem Fenster. Genau, da oben diese Hütte, diese kleine. Und jetzt die beiden Frauen einfach in die große Öffnung reinfahren. Genau. Naja. Der ist aber nicht eingelocht. Nicht ganz. So die Spitze drin. Das war anders. Ah. Hat Raumtemperatur. Wobei ich tatsächlich nicht erwartet hätte, dass wir es beim ersten Mal schaffen, ohne dass jemand stirbt. Ihr wolltet nur gefickt. Na, ist gut, wir haben es gut gemacht. Hat funktioniert. Also Enrico, wenn dann passiert das nur einer Person hier in der Crew. Ja, Markus. Ich hab's nur versucht. Nur versucht. So, sehr gut. Jetzt habe ich wahrscheinlich von dem Land hier oben, darf ich natürlich jetzt erstmal zurück zum Apartment fahren. Bei mir lädt es erstmal wieder eine Viertelstunde. Ja, ich stehe hier rum. Naja, ich darf jetzt erstmal zurückfahren. Na gut, egal. Da müssen wir. Letztens war auch schlimm, da wollte ich ins Penthouse rein. Das hat auch irgendwie gefühlt eine halbe Stunde gedauert, bis das Penthouse geladen hat. Also in letzter Zeit. Die Server ein bisschen spackig. Halt mal, ich dass du das nicht auf der PS3 gespielt habt. Ich flieg mit dem Flieger, das ist mir dann einfach jetzt gerade zu heiß. Weil ich ich muss jetzt 8 Kilometer mit dem Auto zurück bis zum Apartment und das ist mir dann einfach. Das ist mir dann einfach jetzt zu weit. Ach, ich bin direkt bei meiner Frische. Das geht Kev zu weit. Halt, stopp! Jetzt trete ich. Und es bleibt hier alles so, wie es ist in dieser Crew. Ob du bist oder nicht? So, jetzt muss ich gerade gucken, ob hier irgendwo noch ein Flugzeug steht.
Ah, natürlich nicht, oder? Ernsthaft? Oh, wann dauert das? Ja, ein Cargo-Bub ist besser als gar nichts zum Fliegen. Du kannst dein Auto mitnehmen. Yeah. Kann ich eigentlich machen. Ja, ach, ich kann es mal warten, das einfach wieder anfordern, das ist ja kein Problem. Der arme Typ, ey, der muss dann dahin und dann muss er wieder dahin. Ja. Das ist gerade ziemlich. Dass er erstmal zum Apartment zurückfliegen muss. Oh, warum bin ich denn jetzt schon wieder auf einem neuen Server? Das ist doch fucking. Ja, das ist manchmal ein bisschen komisch noch. Also, glaube ich, nicht auf einem Server starten. Wir müssen, glaube ich, auf einem Server starten, dass wir auch zusammen. Ja. Zusammen starten können am Ende nach der Mission. Nur noch vor dieser GTA Online-Einladung meins. Ist ganz schön ruhig hier, gefällt mir. Ungestört von der ganzen Männerwelt, hey Yvonne. Und Kopfgeld habe ich jetzt schon verloren wegen der Leiter oder am besten war es ja echt gestern, ey, ne? Ich will verkaufen. Mit 6, mit 5 weiteren Leuten. Manche dieser eine komische Typ, ich abgeknallt. Zack, wird er von 5 Leuten verprügelt. Jede Sekunde also wieder aufgestanden ist. Da meinte er dazu campen, ne? Dass wir eine neue Mission anfangen. Jetzt zack schon wieder alles drüber. Ja, hat einfach nicht gelernt. Hm. Boah, es dauert jetzt, ey. Bitte haben Sie Geduld. Sie werden verbunden. Ha, gefühlt ja. Wussten Sie schon, dass wir auch noch dies und das und jenes anbieten? Jetzt müssen Sie nur sich kurz melden und dann können wir Ihnen ein Angebot machen. Wäre doch besser, wenn Sie dieses auskuppeln, wählen Sie die 1. Man kennt's, ne? Für Auswertungszwecke wird das Gespräch aufgezeichnet. Wenn Sie dies nicht wünschen, wählen Sie die 2. Aber seid froh, dass ihr das nicht so kennt, ey. Bei mir wird das einfach auf Deutsch gemacht und dann kommt auch noch Plattdeutsch, ey. Das ist auch noch schlimmer. Dann sitzt er da noch länger. So. Gut, wer ist Igor 07? Der Bruder keine von Igor 06. Keine wow. Ahnung. Wieso, wie kommst du da drauf? Weil der bei mir am Telefon steht. Das sind die Leute in der Lobby drin. Achso, du kannst sagen, kannst du anrufen, wenn du keine Party bist. Keine Freunde hast. Ja. Was soll das heißen? So, da bin ich jetzt zurück. Alter, das ist meine Garage, ich muss in mein Haus. Und dann können wir direkt mit Teil 3 loslegen. Ich muss noch 21 Minuten warten. Mobbing. Hä? Ich muss noch 21 Minuten warten, bis ich am Casino-Rad drehen darf. Ah, musst du wieder warten, bis du am Rad drehen darfst. Das kannst du auch so machen. Genau, nimm dir ein Beispiel an mir. Also, du drehst eigentlich den ganzen Tag am Rad. So. Gut. Warte mal. Falsche Hütte, oder? Bis da eine runter. Ich hätte gestern die Polizei geklaut. Wer? Ich hab die Polizei gestern geklaut. Ach, warum machst du sowas? Ich hab einfach meine ganze Einrichtung geklaut bei der Feldstelldruckerei. Ist